ihr Tubsüchtigen und moin moin liebe Outdoor-Fans. Ja, viele von euch, gerade die, die mich auf Facebook verfolgen, die wissen, dass ich sehr gerne bei mir auf der Terrasse sitze und einfach nur koche. Ob es nun Bratkartoffeln sind oder ob es ein schönes Stück Fleisch aus dem Smoker ist. Ich liebe das einfach zu grillen und zu smoken, beziehungsweise auch zum Beispiel Gulasch zu kochen. Und ja, da habe ich einen ganz günstigen, will ich mal sagen, gusseisernen Topf gefunden. Wollte ihn einfach mal testen, weil ich wollte eigentlich einen Dutch-Ofen haben, aber der sitzt bei mir im Moment nicht im Budget drin. Leider, aber kommt noch garantiert. Und da habe ich einfach diesen Topf einfach bestellt. Der kommt von eBay, hat ein Fassungsvermögen von 3,7 Liter, wenn ich nicht irre, und ein Gewicht von 5,1 Kilo. Ich habe ihn noch gerade auf der Waage gehabt, also ist kein Leichtgewicht. Vertrieben wird er von einem eBay-Händler, der nennt sich Hausnutz. Und ja, ich war ja gespannt auf den Topf an sich, weil von den Größen, von den Abmessungen passt er wunderbar auf den Raketenofen. Und auch morgen werde ich den erstmal testen, werde ich erstmal eine, ja, ich sag mal, eine Suppe machen und einfach mal schauen. Ja, der Nachteil bei dieser ganzen Geschichte ist, dieser Topf ist nicht eingebrannt. Man hat, kriegt aber, also er kommt in so einem kleinen Paketchen, ganz unscheinbar. Und dabei ist eine Gebrauchsanleitung. Da steht allerdings drin, dass man vor der Inbetriebnahme, unser Kochgeschirr aus Gusseisen ist vom Werk aus eingebrannt. Deshalb haben wir nur noch Kleinigkeiten vor dem ersten Inbetriebnahme zu erledigen. Das heißt, zum Beispiel mit heißem Wasser und Spülmittel auswaschen. Da frage ich mich doch, wenn der eingebrannt ist, Spülmittel ist, glaube ich, nicht so gut. Und dann soll man ihn einfach auf die Herdplatte stellen bei ca. 100 Grad und eine dünne Pflanzenölschicht auftragen und dann wieder abkühlen lassen. Ich habe es mal so gemacht, wie ich es eigentlich immer mache mit dem Einbrennen, zum Beispiel auch meine eiserne Pfanne habe ich wieder, ich sag mal, auf neuesten Stand gebracht. Ich habe das ganz anders gemacht. Ich habe den Topf natürlich mit Pflanzenöl eingerieben und von innen, von außen, von überall, ebenfalls auch die Pfanne, und habe die dann im Smoker gestellt bei so zwischen 300 und 350 Grad. Eine ganze Zeit lang, bis sich innen drin wirklich so eine schöne Patina gebildet hat. Das sieht man dann auch. Das ist, wie ich finde, die schönste Methode, Pfannen und Töpfe einzubrennen. Ich habe vorher mal die Eisenpfanne, wo ich sie gekauft habe, das ist übrigens eine 10-Euro Pfanne von Thomas Phillips. Die habe ich so, wie es ja, auf YouTube empfohlen wird, mit Kartoffelscheiben und so weiter eingebrannt, und das ist nie richtig was geworden. Es hat sich immer wieder, also das Bratgut hat sich immer, ist immer wieder angebrannt, und das störte mich total. Und nun habe ich das anders gemacht, wie gesagt, eingerieben in Pflanzenöl und im Smoker gestellt eine ganze Zeit lang, und siehe da, es ist wunderschön geworden. Auch der Topf von innen ist richtig schön glatt. Ja, das wollte ich euch eigentlich mal vorstellen. Also dieser Topf hier, der hat mir inklusive Versand ja 30 Euro noch was gekostet, also knapp 30 Euro. Und ja, was soll ich sagen? Also ich finde ihn wirklich gut. Deswegen stelle ich euch ihn auch vor, weil ich werde ihn morgen auch mal testen. Ich wollte morgen eigentlich so eine Art Eintopf kochen von den Resten, die wir noch hier so haben. Und vielleicht mache ich da auch ein Video drüber, muss ich mal gucken. Und ich wollte euch den Topf einfach nur mal vorstellen, weil ich finde ihn einfach gut. Die Verarbeitung ist, ich sag mal, nicht hundertprozentig, aber ist gut. Er ist plan, also er kann auch auf dem Herd genutzt werden, was natürlich auch Voraussetzung ist, wenn man damit in der Küche arbeiten möchte, was ich schön finde. Einziges Manko ist, was ich feststellen kann, der Knopf vom Deckel ist nicht vernünftig durchgebohrt.
Also da hat man schief gebohrt, würde ich mal sagen. Da sitzt nicht gerade hundertprozentig Plan da drauf, aber ist sonst gut. Der Deckel wackelt ein wenig hin und her, schließt aber zu 100%, was ich eigentlich sehr gut finde. So, ich zeige euch den jetzt nochmal im Nahen und das soll es dann auch gewesen sein. Wer da Interesse dran hat, den werde ich, ich sag mal, ein paar Links unten reinsetzen. Einmal eben auf dem eBay-Händler, wo ich den bezogen habe und auch noch ein paar Links von Dutch Oven oder solche ähnlichen Töpfe von Amazon, die ich dann noch so in, ich sag mal, im Auge habe. Und wer da Interesse dran hat, kann da ja mal drauf klicken. So, ich zeige euch den Pott nochmal von nahen mit Abmaße und bis gleich. So, hier haben wir den Pott jetzt von nahen. Er sieht an sich sehr schön aus, auch in der Küche, wo ich auch so ein bisschen Wert drauf gelegt habe, ganz ehrlich. Ich meine, Dutch Oven ist schön, aber für die Küche ist sowas doch richtig schön. Ja, der Deckel ist sehr robust, ist natürlich auch schwer. Ich weiß das nicht genau, das Gewicht. Ich glaube, irgendwas so um 2 Kilo rum. Der hat einen Innendurchmesser von 21,5, knapp 22. Und ein Außendurchmesser von ja, knapp 24,5, 24,7. Und passt auf den Topf eigentlich ganz gut drauf. Er geht ein wenig hin und her, aber durch das Gewicht schließt er auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch schön, gerade wenn man am Kochen ist und der Deckel nicht zu stramm drauf sitzt, dass man ihn auch schnell öffnen kann. Der Knopf, der ist eigentlich sehr gut, sehr griffig, kann man gut mitarbeiten. Natürlich, wenn man damit kocht, muss man Handschuhe benutzen, denn das Ding wird richtig knallig heiß. Ja, wenn ihr es sehen könnt vielleicht, die Bohrung für den Knopf ist, der wird durch eine Schraube gehalten, den kann man auch abnehmen, wenn es beliebt, ist aber nicht ganz senkrecht gebohrt worden, ist ein kleiner Fehler, aber gut, da kann ich mit leben. Der Knopf sitzt allerdings doch ziemlich gerade, kann man eigentlich nicht meckern. Dann haben wir hier einen Innendurchmesser von gute 23 cm am obersten Rand und unten haben wir einen Durchmesser bei dem Topf von gute 17,5. Wie ihr sehen könnt, er ist ziemlich plan, ne? Aber er ist ziemlich gerade und ist dafür natürlich auch für Herdplatten super geeignet. Von innen nach dem Einbrennen ist er sehr glatt hier unten. Wo er gekommen war, war er allerdings noch ein wenig rau. Das hat sich aber durch das Einbrennen natürlich auf jeden Fall geändert. Ja, wie schon gesagt, dabei kommt eine Bedienungsanleitung. Also der Topf kommt angeblich eingebrannt. Dann soll man ihn mit Spülmittel waschen, danach mit Öl einreiben und auf der Herdplatte bei ca. 100 Grad oder im Backofen bei 100 Grad einfach einbrennen nochmal. Ich habe das natürlich anders gemacht, aber das Ergebnis spricht für sich. Ja, wenn ihr da Interesse dann habt an sowas, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Vielleicht findet ihr das eine oder andere, was euch auch interessiert. Also das nächste, was ich mir zulegen werde, das ist ein Dutch Oven, weil mich einfach mal interessiert, so Schichtfleisch und sowas in einem Dutch Oven zu kochen. Kann ich auch mit diesem Topf, aber dieser Topf, der ist für mich eigentlich gedacht für den Enzo Raketenofen beziehungsweise für den Grill. Da habe ich mir den eigentlich gedacht, auch gerade weil er plan ist. Und wenn man vielleicht nochmal so einen schönen Braten hat auf dem Sonntag, dann kann man den notfalls auch in der Küche benutzen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielleicht sehen wir uns morgen, wenn ich da drin koche. Ich weiß noch nicht, ob ich Lust habe, die Kamera aufzustellen. Bis dahin, euer Hans-Dieter. Ciao. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht,
Könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr Fragen habt über Ausrüstung, über die Gegenstände, die ich vorstelle, dann guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr diverse Links, wo ihr die Möglichkeit habt, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn ihr natürlich kein Video mehr verpassen wollt, weil ihr das so super geil fandet, dann könnt ihr natürlich den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Video. Das war's, euer Hans-Dieter. Ciao.